Ja, klar, wäre es dumm. Weil, ich sage jetzt mal so, WoD zahlt sich, zeichnet sich jetzt nicht wirklich durch Content aus. Momentan jedenfalls nicht, ja. Ja, dazu muss man ja sagen, wir haben heute den 6. Februar. Heute ist auch noch das Interview mit Ian Hazekauskas über Ah ja, stimmt, das ist 6.2. ja auch noch. Boah, das wird interessant. Das schaue ich mir heute an. Ja, zumindest nachher den Stream oder die Endaufnahme bei YouTube. Weißt du, wann das ist? Ich glaube, das ist 12 Uhr oder so, Ja, Ozeantime. irgendwann mal Mitternacht, glaube ich. Bei uns. Genau. Also es müsste irgendwie jetzt oder in einer Stunde, glaube ich, in Amerika anfangen. Naja, und bei uns dann halt irgendwann um Mitternacht laufen oder so. Ja, leider. Aber man kann ja dann schon bei YouTube die Streams sehen, die es wieder ins Internet stellen. Und ja, mal gucken, was er da so antwortet für 6.2 und danach. Vielleicht geht er so ein bisschen drauf ein. Ich meine, in den Kommentaren bei Venian steht er immer wieder, ach ja, der geht da eh nicht Auf drauf das. ein und. Ja, doch, sie wollen extra auf diese Fragen diesmal eingehen. Ja, Haben wird sie ja sich extra nochmal zeigen, ob gesagt. sie es machen oder nicht. Und dann wäre halt auch ein Statement zwecks dem Fliegen mal interessant, weil ich glaube nicht, dass das die gescheiteste Entscheidung ist, Fliegen komplett rauszunehmen. Also, Halte ich jetzt nicht für wirklich. Ich meine, da gibt es wieder geteilte Meinungen, das ist schon klar. Achso, ja, genau, fliegen. Wir machen heute ein bisschen sehr viel breit gefächerte Themen. Ja. Fliegen. Ich glaube, also für Draenor jetzt, für World of Draenor können sie es rauslassen, weil du benutzt es Ja, eh nicht. für WoD vielleicht nicht mehr, aber nicht sagen für die nächsten beiden Addons, das ist schlecht. Es kommt halt drauf an, was kommt, ne? Also wenn du jetzt wirklich sagst, weiß ich nicht, South Tees kommt und es kommt wirklich, dann brauchst du ja auch nicht wirklich das Fliegen, weil du größtenteils auf dem Schiff unterwegs bist. Oder halt unter Wenn Wasser. sie ein Schiff machen, was ich hoffe. Statt einer Garnison halt ein Schiff, das wäre schon auch nice. Weil das wäre halt irgendwie das, was kommen wird. Weil wie gesagt, wir brauchen Schiffe, um überhaupt irgendwo hinzukommen. In dem Falle irgendwo nach South Seas. Und dann halt in dem Sinne mit Schiffen irgendwelche Missionen zu machen, da kleine Inseln anzubauen oder keine Ahnung. Ich glaube, wenn die das wirklich machen, dann würde das Fliegen auch nicht wirklich viel Sinn machen. In meinen Augen. Ja. Du kannst halt Und von Insel zu Insel fliegen. ja toll. Das wird Das funktionieren. ist aber wieder nicht das, was sie wollen. Also ich denke mal, wenn South Seas kommt und das mit Schiffen ist, dass du da halt von Insel zu Insel fährst, dann wird da auch nicht viel mit Fliegen sein, weil die wollen ja, dass du die Welt erstmal zu Fuß erkundest, beziehungsweise per Schiff dann in dem Sinne. Ja, es ist halt. Ja. Das Fliegenthema ist immer Wie gesagt, ich bin halt der eine Meinung, Sache. es kommt immer drauf an, was kommt und ja. Man könnte es ja auf die Distanz gehen. So, jetzt sieht man hier auch wieder ein bisschen mehr. Es kommt halt immer darauf an, was kommt. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, schon irgendwie Argus kommt, was ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen kann, Nee. Nee, dann würde boah. es vielleicht wieder Sinn machen. Aber ja, wenn jetzt irgendwie South Seas kommt oder so. Ups, Wenn wir sterbe. uns ehrlich sind, es hätte auch in Trainer Sinn gemacht. Ich bin gestorben an Erschöpfung. Das war gut. Oder findest du nicht? Bitte? Es hätte auch in Trainer Sinn gemacht. Das Fliegen? Ja. Zumindest dann, wenn man fertig gewesen wäre mit dem Leveln. Ja. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, durch die Garni ist es halt relativ für den Arsch. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ja, allgemein, der ganze Weltcontent ist nicht so gut, weil halt jeder nur in der Garni sitzt. Ja, haben sie halt selber ein bisschen verbockt. Ich weiß es nicht, also ich brauch's halt irgendwie jetzt momentan nicht, weil entweder bin ich halt nur in der Garni oder raide. Und Ja, bei mir das Gleiche. ansonsten bin ich ja nicht wirklich aktiv. Ich meine, ich mache jetzt vielleicht einmal in der Woche meine neuen Portalsteine farmen und das war's. Aber ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hätte, mit Level 100 dann das Fliegen zu erlauben. Ich glaube irgendwie Ja, oder nicht. zumindest jetzt mit Patch 6.2 für den Rest Draenor und den Tanan Jungle nicht fliegen. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ich weiß halt nicht, ob sich das gelohnt hätte, weil was willst du mit dem Fliegen machen? Du kannst alles an der Garni abbauen. Was willst du dann machen? Ja, das hätten sie natürlich rausnehmen müssen, wenn sie das geplant hätten.
Weil das halt viel vom World-Content zerstört. Zum Beispiel auch für mich, weil ich bin ein Mensch, ich farm gerne Sachen. Ja. Gehe gerne einfach hin und gehe Kräuter farmen, eine Stunde lang. Und schaue nebenbei irgendein Video oder sonst irgendwas an. Das kannst du ja jetzt immer noch machen. Zu Fuß. Ja, A zu Fuß, B in der Garni. Ja. Ja, das ist Genau. halt, letztens haben das, glaube ich, ein paar Leute angesprochen, dass das Fliegen eigentlich den meisten Leuten stört, nur wegen Archäologie. Kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Archäologie nicht gemacht, weil es mich nicht interessiert. In Drainau habe ich es auch nicht gemacht. Was habe ich denn Nee, ich jetzt habe es für allgemein nicht gemacht. 690 von 700 nur mit denen von der Mission mal ein paar Fragmente bekommen? Also ich bin fast Archäologiemeister, obwohl ich in Drainau nichts gesammelt habe. Schon gut. So, ja, daher, dass ich jetzt hier mit dem Kameratool rumfliege, würde ich sagen, wir gehen mal kurz zur GM-Insel und gucken, ob da einer rumkümmelt. Aber da würde ich wahrscheinlich keinen sehen. Wie gesagt, wenn ihr da draußen irgendwie eine Idee habt, was als nächstes kommt, auch was mit Vorhören aus den alten Göttern, dann könnt ihr das alles gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr da für eine Meinung habt. Weil, ja, wir Ja. selber können da rätseln, wie wir wollen. Blizzard wird eh machen, was sie wollen. Aber Eben. zumindestens können wir uns so ein bisschen austauschen und vielleicht auch uns darauf freuen, wenn wirklich das kommt, was wir hervorsagen. Das ist immer eigentlich ganz cool. Würde mich aber ehrlich gesagt wundern. Weil sie ja in letzter Zeit ja auch so gerne auf ihre Community hören. Deswegen. Naja, sie hören auf. Moment, sie hören auf das, was keinen interessiert. Also, wenn man Ja. mal so danach geht. Genau da liegt ja auch das Problem. What? Sollten eher mehr auf die Sachen hören, die Leute interessieren, ne? Wo bin ich denn jetzt gelandet? What's that? Ich fliege hier gerade mit meinem Kameratool rum und ich habe keine Ahnung, wo ich bin! Wow. Ach so, das ist. Hä? Ist das hier die Mondlichtung? Macht mich jetzt irgendwie ein bisschen wirre. Ich wollte doch zur GM-Insel, verdammte Hacke. Und ich dachte, keine Ahnung. Bei Delta sind links ins Meer raus, oder was? Ja, genau. Da bin ich ja jetzt schon eigentlich. Aber hier ist. Das haben sie alles schon wieder gekappt hier. Das haben sie auch schon wieder überarbeitet. Ja, das ist gut möglich. Die überarbeiten ja alles die ganze Zeit. Ich fliege einfach mal wie bescheuert. Müsste das am Ende der Karte sein? Hier ist nur Nebel, ich sehe kaum irgendwas. Naja, zumindest ist hier noch irgendwas. Na, wo ist denn das Ende der Karte? Oh, hier sehe ich gar nichts mehr. Was sonst noch irgendwas, über das wir reden können? Pff, eigentlich habe ich schon Fusseln am Mund. Ja, mich auch. Habt ihr noch Themen, über die wir reden können? Ach, wir können euch nicht hören. Das ist aber schade. Schreibt Themen in die Kommentare, vielleicht antworten wir sie noch in diesem Video. Livestream vor Win. Ach, das ist in Deutschland ja nicht erlaubt. Hm. Wie sieht's denn da überhaupt jetzt aus bei dir? Wirst du noch mal versuchen oder? Livestream-mäßig? Bei dir? Oder hast du das aufgegeben zwecks Livestream? Die Frage ist irgendwie nicht so ganz verstanden. Nee, ob du irgendwann noch mal Livestream willst oder Jetzt auf eher nicht mehr? Twitch-mäßig oder was? Ja. Wenn ich einen besseren PC habe, stimmt.
momentan lohnt sich das halt einfach Moment auch irgendwie wieder nicht. mehr oder weniger jetzt wieder draußen. Eben Ja. weil es sich nicht wirklich auszahlt im Moment. Ich würde das auch für drei, vier Leute machen, ja, das ist mir eigentlich relativ latte. Ich mache das ja, weil es mir Spaß macht, aber wenn das halt irgendwie ruckelt oder die Qualität halt einfach ein bisschen blöd ist jetzt vom Videostream, dann ist es halt einfach irgendwie ein bisschen doof, finde ich. Ja, das ist auch klar, ne? Ja. Ich meine, gerade jetzt am Anfang oder so, jetzt meine ersten Streams hier mit der Guild oder weiß ich nicht, von Heroes of the Storm oder so, die waren ja nicht so schlecht. Aber man merkt es halt doch schon. Also jetzt zum Beispiel in WoW habe ich ja öfters mal beim Raid gestreamt. Und wenn ich dann im Raid ruckel, das ist dann halt auch schon extrem nervig und naja, Ja, nicht das ist so klar. cool. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich vielleicht unsere Raids streamen soll, aber wer will schon Normal Mode Raids sehen? Ja, wie gesagt, also mir ist es relativ egal, wenn mir da auch nur ein oder zwei Leute gucken. Ich mache das ja, weil es mir Spaß macht. Also, mir ist es jetzt egal, ob mir da 100 Leute zu gucken oder nur zwei. Hört sich vielleicht blöd an, aber es ist halt einfach so. Ich habe ja meistens hier, weiß ich nicht, Heroes of the Storm gemacht und dann auch gar nichts dazu gelabert, weil ich weiß gar nicht, was ich dazu labern soll, wenn mir nur zwei Leute zu gucken. Und, Das ist auch wahr. ja, wie gesagt, das Livestream hat mir schon Spaß gemacht, aber gerade durch die Qualität und auch die Ruckler dann in-game, also jetzt von mir dann in dem Sinne, sind halt nicht so schön. Weil es ist halt auch schon mal passiert, dass ich, keine Ahnung, irgendwo drin stand in dem Effekt, nicht gestorben bin, aber zum Beispiel auch ein bisschen DPS-Verlust hatte, gerade durch den Delay. Aber das ist dann halt echt nicht so cool. Ja, das stimmt. Dann habe ich mir halt gedacht, naja gut, dann machen wir das mal wieder weg. Und deswegen habe ich das halt dann einfach irgendwann mal wieder aufgehört. Das Livestream. So leid es mir tut. Schade eigentlich. Ja, wie gesagt, wenn ich einen besseren PC habe, oder besser gesagt eine bessere Internetleitung, dann ist das bestimmt möglich. Warum bin ich eigentlich so Ich werde mir lahmarschig? jetzt dann in den, also jetzt im Sommer werde ich mir wahrscheinlich meinen neuen PC zusammenbauen und dann werde ich wahrscheinlich auch da mehr ins Stream gehen. Bei mir liegt es ja meistens an einer Internetleitung, nicht mal an dem Ja. PC. Aber ich habe halt irgendwie keine Lust, zu Kabel Deutschland zu wechseln. Die Abzocker-Pisser. Entschuldigung. Falls ihr zuhört, hallo! Grüße an Kabel Unity Deutschland. Media? Das ist ja auch nicht so schlecht, was ich weiß, oder? Ja, bei uns haben sie halt die Glasfaser Kabel Deutschland gelegt, da kann nur Kabel Deutschland ran, sonst keiner. Das ist ja das Problem. Wow. Das ist ja die schöne Drecksmist. Scheiße, Entschuldigung. Okay, ist klar, dass du dich darüber aufregst. Das ist Ja. halt schon scheiße. Teldrassil haben sie auch ein bisschen überarbeitet, ne? Glaube ich. Was? Teldrassil, ja. Weil ich fliege jetzt hier gerade so ein bisschen außen rum, da wachsen hier so überall kleine Bäumchen auf dem Stumpfen. Auf jeden Fall zuvor. Und hier ist einfach mal die Karte zu Ende. Sehr gut. Ja, das habe ich aber auch schon ein paar Mal gesehen. Bin auch schon mal mit so einem Kameradull unter Tiefenheim rausgeflogen. Das ist auch relativ interessant zu sehen. Ja, das ist ja nix. Bei Tiefenheim raus, da sind vorgebaute Flächen mehr oder weniger, wo auch so kleine Häuschen und so stehen, aber nicht wirklich irgendwas Ja, Besonderes, würde ich nichts sagen. Interessantes, ja. Warum verliere ich schon wieder? Ich schon wieder sterben. Hilfe. Bin noch gar nicht erschöpft, Wichser. Ich habe nur meinen Buff verloren, den, weil ich mich wiederbeleben musste. Am Geisterheiler. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind erstmal so weit durch. Glaube ich auch, ja. Wie gesagt, von der Lore her, solange Draenor aktiv ist, werde ich jetzt da nicht viel machen. Oder ist die GM, wenn sie sich schon. Hallo. Die ist immer noch nicht designt. Nach Reno geht's dann weiter oder wie mit der Lore bei dir? Ja, denke ich mal so grob. Wie gesagt, momentan habe ich halt einfach irgendwie nichts, was mich so sonderlich interessiert. Also klar, es gibt die ein oder anderen NPCs, die echt cool sind.
Aber es ist jetzt irgendwie nichts, wo ich sagen würde, hey, das muss ich unbedingt jetzt beleuchten. Und Game of Thrones Lore? Ja. Also für diejenigen, die es nicht wissen, die fünfte Staffel ist ja jetzt schon eine Weile draußen, bis zur sechsten Episode in Deutsch. Bis zur achten in Englischen. Die neunte kommt jetzt am Sonntag raus. Genau, und auf Sky ist sogar schon, glaube ich, ein bisschen weiter in der Game of Thrones war. In Deutsch und in Englisch. Das weiß ich nicht. Also, mein Vater schaut's auf Sky. Der hat jetzt nicht wirklich was gesagt, dass der weiter ist wie ich. Okay. Atom Und ist die letzte, was ich weiß. ja. Weiß ich nicht, also von der Game of Thrones jetzt im Prinzip jetzt lore technisch jetzt von der Wiki-Seite, da haben die jetzt noch nicht so viel drinne, was die sechste Staffel angeht. Ich glaube, die fünfte ist das jetzt, glaube ich, ne? Ja, oder allgemein, Leute, da gibt es ja eh genug, über die man reden könnte eigentlich. Ja, ich glaube, es geht halt nur bis zur dritten oder vierten Staffel, aber ja, da gibt es auf jeden Fall noch vieles, was ich machen kann. Weiß ich nicht. Momentan muss ich mich ja nicht viel um den Raid kümmern. Bin ja jetzt nicht mehr Raid-Lead, sondern nur noch, einfach nur noch Mitglied und nicht mal mehr Tank. Ja, wenn du nur Mitglied bist, dann geht's ja eh. Da muss ich mich nicht mehr so um. Muss man halt schauen, also jetzt gerade jetzt bei den Temperaturen möchte ich eigentlich auch nicht viel vorm Rechner sitzen, sondern eigentlich eher rausgehen, irgendwie in der Sonne Ja, sitzen oder das werde ich jetzt dann auch gleich noch machen. Ich werde jetzt dann gleich noch zum Tee fahren. so. Aber ja, ich sag mal so abends oder so, wenn man eine Stunde Zeit hat, kann ich vielleicht mal was aufnehmen, aber keine Ahnung. Ja, das Video, ich werde mir auf jeden Fall nachher noch das Interview angucken. Vielleicht werde ich nachher noch ein bisschen was privat drauf sprechen vom Interview, was da so drin war. Und Jo. dann das Video spätestens, was haben wir heute? Freitag. Ich denke mal so spätestens Sonntag oder Montag hochladen und veröffentlichen. Und dann habt ihr das auch schon. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde gelabert. Ja, aber auch ja. Oh, und dann Haben wir sollte nicht das. irgendwo so 12 irgendwas angefangen? Oder 13 irgendwas? Oh je, dann Echt? haben wir sogar noch länger geredet. Ich weiß es Haben gar fast nicht. 2 Stunden, glaube ich. Oh je. Ob sich das einer anguckt. Wenn sich das einer bis zum Ende anguckt, dann weiß ich nicht, soll er irgendwas in die Kommentare schreiben. Lass dir das einfallen, Blöcke. Ja. Ist so kreativ. Was sollen die denn dann in die Kommentare schreiben? I have watched this bis to the end. Keine Ahnung, lass dich was einfallen. Irgendwas Tolles, den letzten Satz, den ich sagen werde, obwohl das gar nicht so eine große Überraschung ist. Da musst du nur bei diesem Video mal was anderes sagen. Oh ja, das trifft sich. Sehr gut. Das müssten wir vielleicht nochmal am Anfang sagen. Guck dir dieses Video bis zum Ende, dann sag bitte den letzten Satz, den ich sage. In den Kommentaren. Und vergiss nicht, die Spoilerwarnung dann reinzumachen. Ja, das muss ich auf jeden Fall in den Titel reinschreiben. sonst weinen die Leute. Ja, das stimmt. Na gut, ja, das war's erstmal. Wie war soweit? Ich guck gleich mal, wie lange wir geredet haben, aber nachher, wenn das Interview live ist und ich mir da die Sachen rausgepickt habe, werde ich die auf jeden Fall noch dazu nehmen, weil es vielleicht Ne, interessant dann ist. wird's noch länger. Ja, oder noch einen zweiten Teil machen, mal gucken. Aber noch in den News raushauen von dem Interview. Mal gucken. Vielleicht ist es ja gar nicht so viel. Und Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die da, wenn sie wirklich auf die Fragen eingehen, dann wird's interessant. ja, mal Dann schauen. wird's sicher interessant. Mal schauen, was die da so treiben. Und ja, ansonsten sind wir soweit fertig. Wir wollen euch nicht länger nerven beim Schlafen hindern oder was ihr auch immer jetzt gerade tut. Und ja, dann würden wir uns eigentlich schon wieder verabschieden. Jo. Dann würde ich sagen, Hab mich unser... gefreut, so wie immer, ne? Ja, genau, vielleicht hört man sich mal wieder. Dann würde ich sagen, unser Name ist YouTube. Wir sind viele. Wir sind viele. Tut nicht das, was andere nicht auch tun würden. Das ist übrigens das Stichwort, ne, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Und mein Name ist Feyrich. Hey Rich. Laut meiner Und ich Gilde bin Fade of schon. Failory, ja. Ja, okay, Doch. ja. Laut meiner Gilde bin ich Feyrich, also naja. Fail Rich? Den Namen Ist habe die ich irgendwie Schädel weg. dabei, oder wie?
Ja, ich mache irgendwie sehr viel Scheiße bei uns im Raid. Ach, mein Gott. Wir haben immer einen Priester mit, das ist der Max. Grüße an dich, falls du das mal siehst. Wirklich, ich glaube, das ist sogar ein Abo und Nennt von dir. Der zieht mich die ganze Zeit in Voids. Sehr gut. Holy Priest. Das macht auch Spaß. Ja. Er hat Spaß, ich find's nicht so lustig. Aber wir haben nie Stress beim Raiden, wir... Ich finde das auch bequemer. Ja. Wenn wir meinen, wir gehen in HC, dann gehen wir in HC und sonst kümmern wir im Normal Mode rum und haben Spaß. Genau. Ja, wir haben auch Spaß. Wir haben immer was zu lachen und ob das jetzt ja, nur der Failridge ist, der wieder irgendwelche Kacke baut oder sich mal wieder verspricht, dann ist das halt so. Ja gut, dann würde ich sagen, man hört, sieht sich beim nächsten Mal wieder in irgendwas auch immer, also ja, zu den 6.2 News wahrscheinlich, vom Interview mit Ian Hesikoskas. Und allgemein den 6.2 News, oder? Ja. Kurz vom Patch hast du ja gemeint, dass wir noch was machen. Genau, wir machen dann nochmal eine Zusammenfassung von den Patch-Notes von 6.2. Sobald da irgendwas mit Release auf dem PTR ist, das wird aber wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen dauern. Ja, lange wird es glaube ich nicht mehr dauern. Das würde mich wundern. Mal schauen. Und ja, ansonsten lore-technisch, mal gucken. Also Game of Thrones Lore wahrscheinlich ja, WoW Lore erstmal wahrscheinlich nicht. Außer es ist jetzt irgendwie irgendwas total Interessantes, was mich auch interessiert. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schöne Grüße und ja. Tschüss! Ciao!